Time Machine. Time Machine, großes Ding. Habe ich jetzt gerade nicht angeschlossen. Aber ich rate jedem dazu, ein Time Machine Backup zu haben. Was macht Time Machine? Time Machine macht in Echtzeit erstmal ein komplettes Abbild von eurem Computer und dann verfolgt es die Änderungen, die auf eurem Computer stattfinden, sodass ihr dann in die Vergangenheit zurückreisen könnt und sagen könnt, hey, wie sah denn dieser Ordner vor einem Monat oder vor einem halben Jahr aus? Da war noch eine andere Datei. Und dann könnt ihr diese Datei aus der Vergangenheit sozusagen in die Zukunft zurückholen und dann habt ihr sie wieder. Also Time Machine ganz wichtig, vor allen Dingen für Leute, die ihre ganzen Passwörter auf dem Gerät haben, weil so ein Gerät kann immer mal gestohlen werden, kaputt gehen oder sonst irgendwas. Dann holt man sich ein neues Gerät und es ist wieder alles so eingerichtet, wie es vorher der Fall war. So werde ich wahrscheinlich auch später von meinem Gerät auf dieses Gerät hier umziehen. Also Time Machine, ganz wichtig, denn wenn so ein Gerät kaputt geht, ist das ärgerlich genug. Wenn es gestohlen wird, ist es ärgerlich genug. Wenn eure Daten, eure Fotos, eure Erinnerungen darauf alle weg sind, eure Passwörter, eure Zugänge, dann wird es richtig ärgerlich. Deshalb hier nicht sparen, hier lieber wirklich eine Festplatte, eine externe kaufen. Die sollte immer ungefähr doppelt so groß sein wie eure Festplatte, die ihr in dem Gerät verbaut habt, um hier die entsprechenden Backups dann zu machen. Letzter Punkt noch, Bedienungshilfen, sage ich vielleicht kurz was zu. Ihr könnt hier für, wenn ihr mit behinderten Menschen zusammenarbeitet oder unglücklicherweise selber eines Tages mit Behinderung erleiden solltet, eine Menge machen, sodass ihr die Dinge besser sehen könnt. Ihr könnt die Farben umkehren, was wir auch später als noch nutzen werden. Ihr könnt alle Voice-Over, also auch blinde Menschen können das Gerät nutzen. Das findet ihr alles hier unter den Bedienungshilfen. Es ist sehr praktisch. Eine Bedienungshilfe, die ich glaube, die sie jetzt komischerweise deaktiviert haben bei Mountain Lion, die immer standardmäßig drin war. Ich zeige euch einmal kurz wieder die Tastaturübersicht. Das ist Tastatur. Tastatur, kurz Befehle. Dann Bedienungshilfen. Und ohne Not haben sie die Farbumkehr deaktiviert. Keiner weiß warum. Aber die Farbumkehr ist eine der wichtigsten Tastenkombinationen. Also Ctrl, Alt, Command und 8 invertiert euch den Computer. Alle Farben werden invertiert. Und wie wir nachher sehen werden beim Lesen, schont das gerade abends extrem die Augen. Denn Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass hintergrundbeleuchtete Monitore im Vergleich zu einem Buch die Augen schneller ermüden. Das kann man reduzieren, indem man den Monitor invertiert. Und wenn man dann noch eine Entspiegelungsfolie auf dem Gerät hat, so wie ich, dann kann man auf dem Gerät stundenlang lesen, als wäre es ein Buch. Und dementsprechend ist diese Tastenkombination sehr wichtig und die könnt ihr hier aktivieren. Wenn wir schon mal gleich hier sind, gebe ich euch den nächsten guten Tipp. Das geht dann schon ein bisschen in den Workflow rein. Ihr könnt nämlich hier für jedes beliebige Programm euren eigenen Shortcut, eure eigenen Tastenkombinationen erstellen. Und das machen wir auch. Eine, die ich sehr hilfreich finde, ist nämlich diese Zoom-Taste auf eine Taste zu legen, sodass das automatisch geht, ohne dass man immer hier draufklicken muss. Wie erstellt man einen Kurzbefehl? Ihr guckt, gibt es diese Sache hier oben im Menü? Ja, und da gibt es Zoom, unter Fenster Zoom. Auch bei anderen Programmen heißt es genau Zoomen. Und ihr seht, es hat keinen Tastenbefehl dahinter. Jetzt erstellen wir einen. Dann nehmen wir hier unter Tastatur, Programm Kurzbefehle, auf das Plus, sagen alle Programme, Menü, Zoomen. Das muss natürlich genauso heißen wie da oben. Und die Tastenkombination sagen wir mal Ctrl, Alt, Command und Z. Und dann fügen wir das hinzu. Und wie jetzt hoffentlich der Fall ist, ja wunderbar, ist hier unter Zoomen unsere Tastenkombination eingetragen. Das klappt bei all euren Programmen. Ja, das könnt ihr für jedes beliebige Programm machen. Und wenn ich jetzt diese Tastenkombination drücke, dann zoomt das Fenster tatsächlich auf und geht auch wieder zurück. Wirklich sehr hilfreich, wenn ihr mit Programmen viel arbeitet, ja, dann hört auf mit dem Rumgeklicke, macht euch eure eigenen intelligenten Tastenkombinationen. Das spart euch eine Menge Lebenszeit, gibt euch eine Menge Kraft und ihr könnt früher nach Hause.
So, dann machen wir weiter und öffnen einfach mal hier dieses Starterpaket von Line. Und da zeige ich im Kurs immer am Anfang so ein Beispiel. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Ja, das sieht ja schon mal ganz okay aus. Ja, es könnte ein bisschen schneller sein, wenn der Screencast nicht an ist. Einfach mal, um zu zeigen, zack, wie schnell bestimmte Dinge gehen können, wenn man die richtige Tastenkombination dafür weiß. Sieht jetzt leider nicht ganz so flüssig aus, wie es sein könnte. Aber langsam, ja wunderbar, fängt es sich. Einfach, es geht erheblich schneller, wenn man bestimmte Tastenkombinationen kennt, als wenn man da jedes Mal mit der Maus dab, 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 da rumklickt. So, und die erste ganz prinzipielle Tastenkombination, die man für den Mac kennen muss, ist natürlich Command-Q für Programm beenden. Ja, also wir drücken die Command-Taste und Command-Q für Quit. Dann hört es hier unten auf zu leuchten unter einem bestimmten Ding. Keine Ahnung, wir können ja mal hier irgendwas öffnen. Was öffnen wir denn da? Die Systemeinstellungen. Zack, dann leuchtet das hier unten. Sprechen wir Command-Q, wird es wieder geschlossen. Das ist wichtig, damit es nicht im Hintergrund weiterläuft und Arbeitsspeicher und Ressourcen frisst, Programme, die man nicht benutzt, mit Command-Q zu beenden. Command-W, entlehnt aus Windows, wo es Steuerung und W ist, ist Fenster schließen. Und Command-O ist Ordner öffnen. Also ich kann jetzt mit den Pfeiltasten hier so schön drin rumspringen. Und dann kann ich was öffnen. Command-O. Und ich kann es auch wieder schließen. Command-W. Dann gibt es natürlich noch Informationen. Das war das, was ich gerade gemacht hatte. Command-I for Information. Auch manchmal sehr nützlich. Klappt nämlich auch in vielen Programmen. Also das ist das Schöne bei Mac. Die ganzen Tastenbefehle, die ganzen Standard-Tastenbefehle klappen auch meistens bei anderen Programmen. Also Command-N ist zum Beispiel immer was Neues, egal in welchem Programm ich bin. Und hier zum Beispiel Command-Shift und N ist ein neuer Ordner. Zack, didak, didak, fertig. Ja. Das war jetzt Command und die Delete-Taste. Also wo man Zeichen löscht, drückt man Command und Delete-Taste. Zack, es ist im Mülleimer. Und mit der Enter-Taste kann man natürlich Dinge umbenennen. Dann, was machen wir noch? Command A, klar, alles auswählen. Und dann ein ganz wichtiger Shortcut ist Shift, Command und 7. Weil mit Shift und Command und 7 kommen wir viel schneller in die Suche und damit kommen wir schneller zu dem, was wir suchen. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Ist es vielleicht auch. Jetzt hatte ich Pages noch nicht installiert. Was machen wir dann? Ach, wir gehen hier. Wir gehen hier rüber. Genau, und jetzt sagen wir mal, wir hätten gern Fettschrift. Dann drücken wir Shift, Command und 7 und dann tippen wir ein Fett. Und dann springt es sofort dahin. Das ist das Schöne an dieser Suche, das ist eine intelligente Suche, dass sie uns sozusagen immer gleich dann zeigt, wo wir hinwollen und dann tut es das auch. Also das heißt, im Prinzip muss man sich gar nicht mehr merken, wo die Sachen oben sind. Man muss nur noch den Befehl kennen. Dann drückt man Shift, Command und 7 und dann drückt man Enter und dann wird es gemacht. Und das ist schon mal sehr hilfreich, weil man dann einfach in jedem Programm viel schneller ist, als wenn man sich hier jedes Mal durch die Reiter hier durchkämpft. Was man natürlich auch mal machen sollte am Anfang, wenn man ganz neu ist, damit man überhaupt weiß, wie die Sachen, die man sucht, heißen. Aber wenn man das einmal weiß, dann braucht man diese Struktur hier oben eigentlich nicht mehr. So, dann Enter. Okay. Eine andere sehr nützliche Sache ist das Bildschirmfoto. Shift, das ist diese Taste da an der linken Seite. Command und 3 macht ein Bildschirmfoto vom gesamten Screen. Das kennen wir von Windows, macht aber nicht so viel Spaß. Denn was wir eigentlich meistens wollen, ist nicht den ganzen Screen fotografieren, sondern einen bestimmten Ausschnitt. Und das geht auch. Und zwar mit Shift, Command und 4. Dann kommt hier so ein Fadenkreuz und dann können wir den Bildausschnitt wählen. Und dann machen wir ein Foto. Und wenn wir es nicht mehr wollen, drücken wir Escape und ist wieder weg. Aber wir machen jetzt noch ein zweites Foto. Wunderbar. Und dann haben wir hier jetzt unsere drei Fotos, Bildschirmfotos, die landen immer sofort auf dem Desktop. Und mit denen kann man dann nämlich noch was Tolles machen.
Und das gilt jetzt nicht nur für Bildschirmfotos, sondern es gilt für jede Art von JPG, aber auch von PDFs. Das heißt, wie erstelle ich aus einer Menge gescannter Dokumente zum Beispiel, ja, eine tolle PDF? Ich öffne die alle, das war jetzt Command O, Command A. Jetzt habe ich die hier ausgewählt. Also stellt euch vor, ihr habt jetzt was gescannt. Das sind eure Scans. Ja. Ihr habt gerade euren gesamten Aktenordner gescannt, so wie ich das mal gemacht habe. Ihr wollt ihn einfach nicht mehr haben. Ihr wollt jetzt alles digitalisieren, Papier recyceln. So, jetzt habt ihr hier alles gescannt, eure 3 JPGs. Jetzt wollt ihr da aber nicht alle 100 JPGs für einen Hefter haben, sondern ihr wollt die in einer PDF-Dokumentdatei zusammen haben. Was machen wir da jetzt? Jetzt rufen wir den Print-Dialog auf. Command P für Printing. Dann gibt es hier dieses wunderschöne Ding, PDF, als PDF sichern. Und dann sagen wir jetzt hier fertiges PDF. Speichern wir nicht unter Dokumente, sondern unter den Schreibtisch. Drücken die Enter-Taste. Und ab geht's. Fertig sollte es sein, genau. Wunderbar. Und so haben wir aus einer Menge JPGs eine wunderschöne PDF-Datei gemacht, die man jetzt auch noch mit den Tasten drehen kann, also mit dem Trackpad gerade. Man macht in der Mitte den Daumen und dann wie so ein Zirkel packt man da den Finger drumherum und kann es dann drehen. Zwei Finger pitchen kann man natürlich auch zoomen. Das sind die Standardgesten, die man vom iPhone und iPad kennt. Ist jetzt nichts Neues. So, noch ein kurzer anderer Workflow-Trick, der mir jetzt gerade einfällt. Unter Systemeinstellungen, Tastatur, kann man nämlich einstellen, dass alles tappbar sein soll. Das bringt uns eine Menge Workflow und das zeige ich euch jetzt in dem Folgenden. Wir drücken mit der Command und W, schließen das. Wir öffnen hier unsere drei Dinger. Ich könnte auch nur eins öffnen, Command O, Command A, Command P. Und jetzt können wir hier auf Sichern gehen. So, und jetzt seht ihr, nachdem wir eingestellt haben, dass alle Steuerzeichen tappbar sind, können wir mit Tab ja, hier durchspringen, durch den ganzen Dialog. Und mit Shift-Tab können wir wieder hochspringen. Wunderbar. Also Tab runter, Shift Tab hoch. Das ist eine ganz wichtige Kombination. Und jetzt können wir nämlich auch hier diese Dinge auswählen. Vorher konnte man nämlich immer nur entweder Enter, das ist das blau unterlegte, das ist diese Sichern. Also wenn irgendwas blau unterlegt ist und blinkt, dann ist immer Enter das. Oder Escape. Mit Escape kann man auch wieder raus. Escape ist immer abbrechen. Aber was man halt nicht konnte, war auf nicht sichern klicken. So, das kommt euch jetzt vielleicht in diesem Fall ein bisschen nerdy vor, aber dieses alles tappbar. Es kann euch echt eine Menge Zeit sparen, wenn ihr nicht viel Zeit habt. Und wie kommt jetzt dieses blau umrandete, wie löse ich das aus? Mit der Leertaste. Also das komplett blau hinterlegte ist die Enter-Taste, Escape ist immer abbrechen und die Leertaste ist immer das blau umrandete. In diesem Fall jetzt auch abbrechen. So. Ja. Hier habe ich jetzt auch Leertaste, Leertaste. Und so weiter. Hier Leertaste zum Vorblättern. Das blau umrandete ist immer die Leertaste. Ja, und das ist schon mal ein ganz wichtiges Ding. Also unterschätzt das nicht, weil damit könnt ihr euch erstmal eine sehr viel schönere Ordnung schaffen aus den ganzen JPGs, die ihr mal gescannt habt und so weiter, Dokumente, zum Beispiel meine Urkunden und so weiter, sind ja manchmal 3, 4 oder ja, ein Zeugnis, ist damit ratzifatzi in ein schönes PDF-Dokument verwandelt. So, was zeige ich euch noch? Ach, vielleicht so einen kleinen Spaß. Fotobooth hat eine lustige Funktion.